Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Weiter geht es. Erstmal Soundcheck. Und weiter. Wir erstmal hier hin. Zwei von vier Schalldämpfern. Wo sind die anderen eigentlich? Ah, hier ist einer. Moment, ich habe da irgendwo noch runter, Bergungszug jetzt runtergeschmissen. Das ist ein bisschen hoch. Ich nehme erstmal den kurzen Weg. Unten. Hey, wieder rüber. So, und da ist das Teil, was ich runtergeworfen habe. Und jetzt wieder nach oben. Na, hat's gesessen? Ne. Ey! Na, hab ich euch erwischt? Verdammt! Ja, genau. Jetzt kam der Schwierigkeitsgrad erst richtig zu tragen. Säule! Was? Oh Mann! Die schießen aber ganz schön schnell einen tot. So. Kopfschuss.
So, der nächste ist tot. Komm, bleib hier! Boah, wollte der nicht stehen bleiben? Ist ja eigentlich auch noch eine Sirene. Und jetzt wird hier ein bisschen heikel, denn hier durch das alles zu durchsuchen wird lustig. Die letzte. Also die Herausforderung habe ich jetzt alle durch. Also hier müsste irgendwas sein. Hier ist zum Beispiel ein Schatz. Dieser goldlackierte Inro enthält Schreibgerät und eingetrocknete Tinte. Wahrscheinlich Eigentum eines Hofschreibers oder Historikers. Inro sind normalerweise aus Latein. Ach so, das habe ich schon erkundet gehabt. Was? Das sind zwei, okay, crasht ineinander. Ach nö. Die finden es lustig. Da liegt doch einer! Das sehe ich doch! Genau. Es sind mehr als eigentlich. Tagebuch. 21. Januar 1997. Die Truppenstärke der Solari, meiner Krieger der Sonne, ist inzwischen beachtlich. Und ich weiß nun alles Nötige, um meine Pläne weiter zu verfolgen. Es ist Zeit für uns, landeinwärts zu ziehen. Wir werden unsere Stadt oben in den Bergen errichten, rund um den alten Palast. Dort können wir uns gegen die Uniwächter schützen und ich komme schnell zu allen Punkten der Insel. Jeder, der hierher kommt, muss gefangen genommen werden. Ich weiß jetzt, was ich suche. Den Schlüssel, um von hier zu entkommen. Und vielleicht noch viel, viel mehr. Es mag Jahre dauern, aber ich werde sie finden. Okay. Ist hier irgendwas noch?
Okay, hier sind keine Dokumente anscheinend mehr. Oder? Ja, ich habe alle Dokumente gefunden. Fehlt noch eine Relike? Ich habe jetzt 2 Fähigkeitspunkte. Ein zeremonielles Trinkgefäß aus der Song-Dynastie. Ein wunderschönes Stück. Hier war ein Georg. Da gehe ich nicht runter, ich könnte auf falsche Seite landen. Was ist denn hier überhaupt? Ach so, ein Weg zurück. Das ist einfach nur ein Weg zurück. Okay. So, gib mir ein bisschen Zeug. Was? Da ist ein Geocache. Ach so, das wäre der. Und da habe ich noch anderen gesehen. Ein bisschen Erfahrung kann nicht schaden. Sonst ist hier kein Geocache. Wo sind die ersten noch 4? Ich weiß, dass es doch hier 4 gibt. Das weiß ich ganz genau. Was? Hallo Geocache, ich sehe dich. Nur wo bist du? Da oben vielleicht. Ja, da bist du. Boah, finden immer noch 3. Hallo Truhe.
Ah, da kann ich auch durch jetzt schießen. Kann ich hier durch einen erwischen? Nee, das funktioniert nicht. Heißt, ich muss runter. Also, ein paar habe ich schon mal runtergeholt. Die kann ich schon mal öffnen. Frage, komme ich hier an den ran? Ja. Oh, zwei Fähigkeiten kann ich. Hier habe ich alle gemeistert. Ja, das kann nützlich sein. Und Ausrüstung mal ein bisschen verbessern, ne? Und jetzt mache ich noch das Grab. Dass er hier noch ein Geocache versteckt. Oh, weiter. Los, hange rüber. Ah, wieder ein bisschen Bärungshut gesammelt. Was war das denn? Na, welches Rätsel erwartet mich jetzt? Achso, das. So eine Art Werkstatt. Anscheinend haben die Solari die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen.
Gib das her! Danke! Hey, rutsch nicht in die, durch die Gegend rum. Wozu brauche ich das vierte Teil, wenn ich da schon rüber kann? Das ist total überflüssig. All diese Orte wurden auf alten Ruinen errichtet. So, her mit dem Schatz. Ja genau, wir brauchen noch einen Teil für die Handfeuerwaffe. Na, wo sind die Geocache? Da ist einer. Was? Das war ein bisschen unsanft. Heißt, ich darf doch mal ganz zurück? Ein Geocache holen! Ein! No. So, und weiter zurück. Lara, du könntest auch ein bisschen schneller gehen. So, ich mache jetzt hier aber erstmal einen Cut und bis zum... Moment. Erstmal werde ich mir aber um dieses Schwein da kümmern. Dass ich einfach nicht fangen lassen will. Wo ist es denn hin? Hallo Schweinchen, ich hab dich jetzt ausgeweidet. 80 Erfahrung! Hat es auch noch gebracht. Woo! Oh, ich will mal wissen, wo dieses Geocache ist. Das will ich mal wissen. Den hole ich mir zumindest noch. Den einen noch. Wo ist der denn? Lass mich raten, hier oben. Da ist er doch! So, ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.